Heute, wir sind in Berlin und wir testen die krankesten Food-Hotspots überhaupt. Was wollen wir? Irgendwas mit Karamell. Ihr denkt, irgendwas in eurem Leben war schon crunchy, aber das war's nicht. Das hier ist crunchy. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben so nice Sachen rausgesucht. Damn, that's my way agon. Vielleicht kennt ihr die Jindawis. Vielleicht solltest du das Video aber lieber nicht mit Hunger gucken, weil... ein frittiertes Kinder-Bueno, was es sieht wirklich aus wie Chicken. Hier haben wir die Originalen von Squid Game. Viel Spaß mit dem Video und wenn du noch nicht Teil der Caramella Crew bist, dann werd Teil und abonnier den Channel. Das Spiel kann beginnen. Scheiße, das nehmen wir. It's me. Just me. Woo. Peace, Leute, was geht ab? Wir sind gerade in Berlin und ich bin Caramella und wir werden jetzt eine Food Spot Hot Tour machen durch Berlin und wir werden die craziesten Sachen essen. Wir haben richtig viele coole Sachen herausgefunden. Ich werde das Ganze musikalisch heute etwas begleiten. Ich habe meine Gang mit am Start und wir essen heute nur Dinge, die ich mag. Gitarrendrop. Ah, Gitarrendrop. Das erste, was wir essen, ist auch ein Eggdrop. Was so eine kranke Überleitung. Ja, wir checken mal den ersten Foodspot ab und let's go. We're here at the Egg Drop in like Zahn. Das ist ein served beautifully in toast brioche with secret sauce, cheddar cheese and scrambled eggs. Dann kann man hier noch seine extra Add-ons natürlich auswählen. Auf jeden Fall krank aus. Ich würde sagen, wir setzen uns hin, bestellen uns alles, was es hier gibt. Und dieses Wasser schmeckt schon sehr exklusiv. Und hier in diesem Restaurant ist es nicht so, dass man das hier einfach so bekommt, sondern man bekommt dieses Egg Drop per Airdrop gesendet. Ja, jetzt haben wir nämlich hier, das können wir einfach kurz annehmen. Und dann haben wir auch schon unser Egg Drop. Kannst du mir auch einen Egg Drop droppen? Willst du auch einen? Oder ein Egg droppen? Wie sagt man das? Ein Egg Drop droppen. Nimm aber auch an. Hey, jetzt gibt's, haben die nur den einen hier? Du hast mir das zweimal geschickt, dreimal. Du willst ja, drei Egg Drops. Du musst auch bezahlen. Dreimal? Ja. So oft, wie es halt aber dann habe ich es ja immer noch, ne? Ich kann es dann immer essen. Das heißt, ich zahle es einmal und kann dein Leben lang. Ich lösche es dann. Also die kommen jetzt dann und löschen es dann. Die dürfen aber nicht in mein Handy. Doch, damit hast du das. Das ist aber entgegen der DSGVO, ne? Das muss ja jetzt mal erstmal ein bisschen abgesprechen. Die DSGVO sagt aber was ganz anderes. Das muss ich auch beachten, weil wir sitzen hier halb auf der Straße. Genau, das ist ja das Ding. Und das Buslinienverkehr ist hier auch, das zahlt man Zoll. Wenn ich jetzt überfragt, ne? Also es gibt hier wohl auch wirklich richtige Drops. Wir haben kurz einen Joke gedroppt. Das ist es. Das, ich weiß nicht, sieht man, wie das hier wackelt? Das ist einfach so überfluffy. Das ist so ein richtig weiches Brot und es sieht echt heftig aus, oder? Was hast du? Hast du Mango da drauf? Ah, das ist Käse. Ne? Wenn man das hier so ein bisschen squeeze. Ja, das ist einfach... Ich würde sagen, wir beißen mal direkt rein. Das ist so ein weiches Toastmäßig. Mucho gusto. Boah, die Soße ist crazy. Darf ich auch mal mit Avocado probieren? Klar, Mann. Willst du mal aufgeben? Ich würde sagen, 8 von 10 Karamellwürfel. Richtig lecker. Sehr appetizer. Lecker. Der Laden ist auf jeden Fall sympathisch. Die spielen auf jeden Fall gute Musik. Ich hatte auch gerade schon ein kleines Dance-Battle mit dem Verkäufer. Kannst du mir einmal die Weisheit des Tages heute nennen? Knochenweiß. Was? Meinst du, welches Weiß? Wollt ihr das Weiß sagen? Oder? Eierschale, meine Damen und Herren. Was kennst du denn? Wir sind bei Eggplant und das ist Eierschale. Alter, ist das halt? Wer kennt mehr Weißes? Hey, Mut ist doch kein Dings, Mann. Natürlich. Vorsicht, Leute, geht nicht zu nah an den Bildschirm. Er hat manchmal Bindehautentzündung, nicht anstecken. Mama, haben wir die Creme noch gegen Bindehautentzündung? Bindehautentzündung noch? Das ist komplett Creme. Hier ist ein Tattoo irgendwo in den Hals machen lassen, das läuft zum Volkskrankpullover rum. Das ist alles mies entzündet. Die Apotheker kamen selber nicht klar, die haben gesagt, wir haben sowas Dummes noch nie gesehen. Das ist so plemm. Du hast dich gefreut, dass du deine Narbe bekommst, die eine Herzform hat. Wie plemm ist das auf einer Skala von 1 bis sehr dämlich plemm? Noch ein bisschen weniger plemm. Weniger, ne? Aber dämlich bist du nicht. Weil ich schreibe nämlich mit Haar. Wow. Wer dämlich mit Haar schreibt, ist nämlich. Genau. Das ist nämlich dämlich. Hast du schon mal überlegt, dein Video einfach so zu machen? Ist das cool so? Hey, die Kommentare sind echt nett, da sind echt schöne. Wieder back. Hi. Da unten sieht es echt schön aus. Was sollen die Leute in die Kommentare schreiben? Hey Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie viele Finger ihr gebraucht habt, um eure Finger zu zählen, wenn ihr 3 nicht benutzt und 2 dabei auf der linken Hand auf die rechte rüber transferiert werden. -1, einer kommt, einer steigt aus. Noch 3 steigen ein, nächste Station steigen 4 wieder dazu. 3 sind ausgestiegen, wie viel habt ihr gebraucht? Aber bedenkt Punkt vor Strich. Kommentiert das bitte alle. Ich brauche jetzt unbedingt das süße Zucker. Let's go, auf den nächsten Spot. Woo. Was geht ab? Wir befinden uns an unserem nächsten Stop. Und der heißt Chimney. Das soll ganz verrückt sein, ne? Das ist not just another ordinary cake. Das ist was ganz anderes. Geil, Raspberry Love. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal uns hier kurz zusammentun und herausfinden, was wir alle mögen. Teambesprechung, Leute. Teambesprechung, was wollen wir? Irgendwas mit Karamell. Nein. Okay. Das wäre natürlich Standard. Sorry, ich fand deine Idee voll gut, dann hast du Nein gesagt, dann war ich so, oh shit, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Okay, wir gehen einfach rein und stellen uns ein Eis zusammen. Okay, das sind so kleine, ne? So kleine Teigdinger und dann kommt da noch so Eiscreme rein. Wir stellen einfach eins und dann. Kann man sich das auch selber zusammenstellen? Ah, boah, das ist viel zu viel Auswahl, ich kann noch gar nicht.
entscheiden. Ich glaube, eine Frage. Seit wann wurde der erste Euro eingeführt? Scheiß drauf, 2000. Sagen wir glatt. Ich glaube 2001, aber ich sag 2000, weil glatt. Nee. War der erste Januar 2002. Echt jetzt? Ja. Ich weiß nicht, wie du also der Euro 2002 wurde der Euro eingeführt, aber es gab nicht den Euro schon vorher. Du meinst, wann von D-Mark auf Euro umgestellt wurde? Ja. 1. Januar 2022. 1. Januar 2022, ja. Da sind Sie sich sicher. Das bin ich mir, das logge ich ein. Nächstes Jahr, in 3 Monaten so. Also. Ganz sicher. So geil aus, diese Farbencombination. Also das ist hier so, oh, geil, das ist so crunchy, ne? Ihr denkt, irgendwas in eurem Leben war schon crunchy, aber das war es nicht. Das hier ist crunchy. Ich zerstöre direkt mal. Das ist dieser Teig. Mit softem Eis. Du hast gesagt, du magst das nicht. Du hast selber für deine Aussage dich selber. Alter, das schmeckt so geil. Boah. Ich hab da jetzt aber nur Dings. Du musst Teig nehmen. Du brauchst Teig. Eis auf jeden Fall schon mal lecker. Das Eis ist richtig geil. Wie isst man das genau? Was sagst du denn? Echt lecker. Ich bin einfach fasziniert von diesen Konsistenzen. Und dann sind hier auch noch richtige Himbeeren drin. So richtig erntefrische Himbeeren. Du hast hier so Schoko, ne? Wo? Ist dir das egal? Oh Gott. Das ist für mich auf jeden Fall 10 von 10, ne? Ich liebe so verschiedene Konsistenz. I really, really love this. Mir geht's so gut, weil das war so lecker. Also, ich könnte das jeden Tag essen und das ist das Problem. Weißt du, Schokolade und Früchte, das ist einfach mein Ding. Das ist mein Ding. Dann sind wir bereit für das nächste Süße. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Kotti, weil da wird's ein bisschen sommerlich. Ein bisschen urlaubsmäßig. Man denkt, man ist im Urlaub einfach. Das sieht das so aus. Wir chillen hier gerade, denn wir machen einen kleinen Abstecher im Friseursalon. Adrian ist da gerade drin und lässt sich seine Haare schneiden. Aber auf jeden Fall sind wir gerade in der Straße, wo es das ganze Fancy Food gibt. Also hier sind wirklich 3 Stores, die werden wir direkt nacheinander ab. Und da gibt es überall was ganz verrückt Freakiges. Leckeres. Okay, wir sind jetzt gerade bei Smoke Pops. Man sieht schon so ein bisschen hier an dem Hintergrund und so, dass schon sehr viele Leute hier waren. Hier gibt es Waffle Sticks, Smoke Pops. Ich hole erstmal alles und dann zeige ich euch das. Das Ding ist, wir hantieren, das ist wie im Chemieunterricht gleich, ne? Wir hantieren hier gleich mit Dingen, die man sonst, mit denen man nicht hantiert. Hier gibt es sogar extra so eine Gebrauchsanweisung, wie man das isst. Ja, also das ist super für mich, weil ich und Essen, das funktioniert manchmal nicht so gut. Schießt euch mit dem Zahnstocher einen Chips aus der Schale. Es gibt 5 Steps, Mann. Das ist voll, ich kann mir das nicht alles merken. Die Chips im Mund nicht an einer Stelle, haltet sie in Bewegung. Leicht und sanft kauen. Die Chips zu essen, als wäre es heiße Pommes. Also, hier, oh mein Gott. Ist das Wasser? Was ist das? Stickstoff. Ach, flüssiger Stickstoff? Genau. Okay. Ich glaube, es ist ziemlich heiß, was sie da machen. Jetzt werden die mit Stickstoff so, ne, wird der Stickstoff da eingearbeitet und dann kommt der raus und dann dampft das, glaube ich. Ach, wir brauchen ja auf jeden Fall so Sticks und so, ne, und dann okay. Kann man die essen. Ansonsten ist ganz wichtig, eine rausnehmen, 4 bis 5 Sekunden lang pusten, dann so wie es ist in den Mund und dann bewegst du es einfach. Okay, also, ich habe schon wieder vergessen, was in der Anleitung. Man soll pusten und dann warten. Das ist so witzig. Mein Zahn ist eingefroren. Mein Gehirn ist eingefroren. Mein ganzes rechte Gesichtshälfte ist eingefroren. Was ist das? Ich peile das nicht. Okay, also nochmal pusten. Es ist arschkalt. Sieht aus wie ein Drache. Jetzt sieht es aus wie Dampflok. Ich glaube, das ist minus 500 Grad alt. Aber es schmeckt irgendwie geil. Die sind auch noch mit Schokolade gefüllt. Ringe. Erlebnisgastronomie. Ich weiß, ich habe so schon Spaß am Essen, aber wenn es dann auch noch so ist, ne? Die Jahreszeiten, es gab einen kleinen Switch in den Jahreszeiten. Es ist mittlerweile Herbst. Manchmal gibt es Gewitterwolken, manchmal gibt es Regenwolken. Dieser Mensch ist perfekt ausgestattet für jede Witterung. Darf ich einmal... es kommt aus Versehen eine Regenwolke vorbei. What is happening? Hä, du bist einfach gar... Doch, es ist nass geworden, ne? Nein, es perlt einfach an dir ab. Das ist so, wie du mit dem Hate umgehst. Krass. Eine Perle der Natur. Warsteiner. Wir hatten gerade ungefähr minus 50 Grad an unserer Zunge. Jetzt gehen wir ins nächste Extreme. Und zwar sind das hier einmal ein frittiertes Kinder Bueno, was ich glaube, das hat 5000 Kalorien. Und das sind frittierte Milky Ways. Damn, that's my way I go. Ich glaube, das Extreme heißt, oben ist auch noch Nutella und ein bisschen Krokant drauf, weil es noch nicht genug Schokolade gibt. Oh mein Gott. Das ist zu lecker. Das ist zu lecker. Alles, was frittiert ist, ist einfach geil. Okay, testen wir das Kinder Bueno. Alter, Kinder Bueno ist so halt schon das Krankeste ever. Mmh,
durfte jetzt nicht so nah an meinen Mund filmen, das ist mir unangenehm. Das ist crazy. Ich muss sagen, Milky Way ist noch geiler, weil das so sludgy ist, weißt du? Boah, das ist so geil. Du hast so ein bisschen Mund in deiner Schokolade. Hier drin kann man ganz klar das Kinder Bueno erkennen. Das ist so schön warm. Das ist schon echt geil. 100%ige Weiterempfehlung. Habe ich noch irgendwie Schokolade? Ja. Manu! Ja, ich würde sagen, so 7 Würfel. Weil durch das Frittieren ist natürlich auch viel abgestorben von den Geschmacksknerven. Aber schon pervers. Weil wir noch nicht genug Süßes auf unserer Zunge hatten, gehen wir jetzt zu Newbies Cookies. Ganz ehrlich, ich habe das alles einmal auf TikTok gesehen und da dachte ich mir, hey, checken wir das mal persönlich ab. Cool. Also das hier, ne, das ist schon mal sympathisch, weil ich mag dieses Monster. Cookie-Monster. Nee, Krümel-Monster. Ja, das sind die Kekse. Was geht ab, Digga? Kennst du das? Du siehst leckere Sachen und du musst direkt anfangen zu tanzen. Was ist das hier mit Macadamia? Macadamia mit weißer Schokolade. Scheiße, das nehmen wir. Weiße Schokolade Macadamia, das raste ich ja schon wieder komplett aus. Du willst hier weiße Macadamia frittiert haben? Genau. Mit Eis oder ohne Eis? Mit. Mit Eis natürlich. Wir haben Waldmeister da, Schwarzer Peter. Das ist Vanillegeschmack mit Sauerkirscharoma, Stracciatella, Zitrone und Erdbeere. Wenn du willst, kannst du ihn auch einmal probieren. Oh Gott, ja, nehme ich. Ist kein Lakritze, du prankst mich jetzt nicht, ne? Nein. Ja, nehmen wir. Ja? Ja. Obwohl, kann ich nochmal Stracciatella probieren? Nein, ich habe noch nie Stracciatella gegessen. Ist eine Taube hier drin. Jetzt, er hat eine gute Ausgangsfunktion. Habt ihr vielleicht so einen kleinen Keks oder so, dass wir den auf den Boden werfen können oder so? Schnappt er sich und kriegt dann raus. Ja, also ich bin döner oder so. Ich muss den ganzen Keks. Er chillt auch voll irgendwie. Jetzt. Ich habe eigentlich alle Cookies auf Dings abgelehnt. Drück immer auf alle akzeptieren, damit ihr mich nicht nervt. Cookies immer gut. Frittiert sieht der so aus. Ich vergleiche es immer so mit einem Crispy Chicken. Geil, lecker. It's going down, it's going down. Ich dachte für den Luxus. Alter. Geilo. Dankeschön. Danke. Er hatte wirklich recht. Es sieht wirklich aus wie Chicken. Ich find's richtig crazy. Und was sagst du? Hä? Das ist super. Boah, scheiße, das ist zu lecker. Mann, das ist viel leckerer als die anderen Sachen noch. Alter, 13 von 10, safe. Das ist zu krass. Boah, was ist das für eine Kombination? Also das ist wirklich krass. Es ist so crispy, crunchy. Einfach, guck mal, ne? Man sieht das schon, wenn man das anguckt, ne? Crazy. Kannst du mal meinen Handschuh aus? Kannst du mal meinen kleinen Finger? Also Zeigefinger? Nee, du pupst dann bestimmt, ne? Nein, ich will nur meinen Handschuh. Spaß! Ich will nur meinen Handschuh. Von your pizza. Bin ich aus dem Freezer. Ey, ey. Bin in Pristina. Spaß, bin gerade in Berlin. Wir haben jetzt schon ziemlich viel gegessen, deswegen werden wir morgen weiter auf Tour gehen und die kulinarische Reise weiterführen, weil jetzt ist unser Magen voll. Wir werden nichts mehr essen und bis morgen. Was geht ab? Ein neuer Tag ist angebrochen und heute strahlt die Sonne schon so richtig in unser Gesicht, genauso wie wir zurückstrahlen. Und es ist einfach richtig tolles Wetter und deswegen wird es Zeit für etwas Kühles, was uns ein bisschen erfrischt. Wir frühstücken jetzt erstmal. Vielleicht kennt ihr die Jindawis, die haben eine eigene Bowl hier so kreiert und die werden wir jetzt erstmal frühstücken. Wir sind an so einem Laden hier und es ist sehr unscheinbar. Oh, das war schon das Ende vom Regenbogen hier. Da steckt voll viel Kleingeld. Ich würde mir das vorstellen, wenn da mein AirPod reinfallen würde, ne? Okay, jetzt werden wir mal schauen, wie dieser Hype um diese Bowl, ob der wirklich gerechtfertigt ist oder nicht. Also es ist das perfekte Wetter, um so eine Summer Bowl zu essen. Ich finde es richtig super. Man muss den Summer einfach nur auf dem Teller haben, dann kommt er zurück. Mamu. Die Schuhe, diese Schuhe. Es liegt nur an meinen Schuhen, es liegt nicht an meinem Talent. Da hinten sind die beiden am Zubereiten. Das sieht sehr professionell alles aus. Hast du Hunger? Ja. Wie doll Hunger hast du? Ja. Wie doll? 11. Sag mir, wie doll hast du Hunger? 12. Hey Leute! Wo wollen wir das essen, ne? Das in der U-Bahn essen. Ehrlich? Ja. Hä? In der Station mindestens. Ach so. Jörg Kachelmann würde ich beim Wetter im Wetterstudium sehen. Sind das unsere schon? Das sieht so lecker aus. Das haben sie so zauberhaft zubereitet. Dankeschön. Wow, diese Vielfalt an Früchten. Alright. Also hier sind auf jeden Fall, ich liebe ja Früchte, die ist das, ne? Es sieht richtig geil aus. Geil. Schmeckt sehr bananisch. Aber echt frisch und oh mein Gott, die haben hier so kleine Kiwi-Bären reingemacht. Das macht einfach nur Spaß und Freude. Man fühlt sich direkt vitalisiert. Man fühlt sich so, als würde man morgen aufwachen und 5% weniger Falten haben. Einfach geil. Wenn man Snickers mit ein bisschen reinmachen würde, wäre auch geil. Geile Kombi. Habt ihr echt gut gemacht. Gibt 5 Sterne. Wir sind an der nächsten Station angekommen. Wir waren eben sehr gesund, deswegen müssen wir wieder in eine andere Richtung gehen. The best combination of croissants and waffles. Lässt schon erahnen, was es ist. Wir sind bei Hufflebee's und es ist Croissant or Waffle. Why not take both? Ich glaube, man kann die herzhaft und süß, wir gehen einfach mal rein. Oh yeah. Also das ist eine Mischung aus Croissants und Waffeln, ne? Ist Hammer. Mit Tomate, Pesto, man kann herzhaft, aber auch süß, ne? Alles, was das Herz... Lol. Ihr seid richtig auf Squid-Dings-Film. Kann man das dann ausstechen? Habt ihr auch eine Nadel dazu? Also ich habe gerade, deswegen habe ich noch nicht
Meister, ich hab grad nur Zahnstocher. Witzig. Aber lass trotzdem, wollen wir gegeneinander machen? Gucken, wer disqualifiziert wird? Können wir machen. Du nimmst cool. So ein herzhaftes? Ja. Darf ich so eins, Mordermüll? Natürlich, Mensch. Also das Special Edition, sie hat da sogar noch Blaubeeren drauf gemacht. Und das ist jetzt so... geil. Der Teig ist so crunchy, oder? Unnormal. Also die süße Edition ist unnormal. Das ist die Variante mit Pesto und Tomate. Dann schmeckt ja unnormal geil. Wir haben auch noch eins mit veganem Käse. Der Käse ist auch geil. Für alle Leute, die hier gerade reingekommen sind, das war eine gute Entscheidung. Hier haben wir die Originalen von Squid Game. Okay, das Spiel kann beginnen. Hallo, hör auf. Ich schwöre, du darfst nicht cheaten. Du darfst nicht dran lecken. Du hast hier dein Utensil-Dings, ne? Nimm. Probier mal bitte ein Stück. Wie schmeckt's dir? Mal gut. Was? Dann laberst du. Was? Oha! Digga, das ist hier, das hab ich hier vorne schon ein Ding. Das ist, guck mal, was? Egal. Was? Zeig. Nee, du wirst es gleich bei dir auch sehen. Du hast ja nämlich auch ein Riss drin. Ha! Guck mal, wie krass ich bin. Scheiße! Zwischen all diesem leckeren Food in Berlin habe ich auch noch etwas anderes, was ich euch zeigen wollte. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal von Koro gehört. Das ist so eine Website, da kann man sehr viele leckere Sachen bestellen. Und man kann die auch direkt in Übergrößen bestellen. Dann hat man direkt mehr Vorrat und hat ein bisschen das Ganze preisgünstig. Ihr könnt die Seite auf jeden Fall gerne mal abchecken. Ich bestelle mir davon auf jeden Fall immer so meine Snacks zwischendurch und alles, was ich auf mein Porridge tue und so. Und ihr könnt auch mit dem Code Caramella 5% sparen. Deswegen checkt den Link unten in der Infobox ab. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, haut rein!